Ja, das ist Murphy's Law. Macht man so ein Review mitten in der Walachei. Kein Mensch kommt vorbei und genau am Ende kommt der Traktor. Aber und da kommt der Traktor wieder. Ich könnte den Traktor in den Hintern treten. Lassen wir ihm noch ein bisschen Zeit, oder? Jetzt kommt der Flieger oben drüber geflogen. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ich bin für euch raus in die Natur gefahren, in die Mülheimer Kirschblüte, weil ich keine Lust hatte, dieses Video heute über, es geht über Stative, und zwar nicht jetzt über Reisestative, hier das schöne kleine hier von K&F Concept. Wenn ihr da was drüber wissen wollt, dann guckt beim Rico Best auf dem Kanal vorbei, der hat ein super Review gemacht, sondern es geht um Stative, um große, stabile Stative, die ich im Studio benutzen kann, die ich Overhead benutzen kann und die ich natürlich auch in der Naturfotografie oder Landschaftsfotografie benutzen kann, wenn ich eine stabile Position brauche und die nicht ganz so teuer sind, also ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und trotzdem gut verarbeitet. Und da habe ich eins am Start für euch. Ich bück mich mal gerade weg. Hier in der Tasche ist es das K&F Concept, und da muss ich jetzt mal ablesen, weil das ist hat eine ganz interessante Produktbezeichnung. Das K&F Concept SA254T1. Keine Panik, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung auf Amazon und auf K&F Concept. Und ich packe das Ding mal ganz kurz oder ganz schnell aus. Das ist nämlich die Tasche, die dabei mitgeliefert wird. Ziehe es einfach mal raus und dann seht ihr schon, das Teil ist natürlich ein bisschen größer als so ein kleines Reisestativ, aber es ist nicht nur größer, es ist auch stabiler. Und da fällt mir gerade schon der Sender aus der Tasche. So, zack. Und packen wir es wieder rein. Und ja, hier um dieses Stativ geht es heute. Was ist da dran so außergewöhnlich? Erstmal, kleiner Disclaimer, ich habe es mir selber gekauft. Ich habe es nicht gestellt bekommen von K&F. Das Kleine habe ich gestellt bekommen. Dazu wird es aber bei mir gar kein Review geben. Das ist beim Rico auf dem Kanal erschienen. Da verlinke ich auch mal zu, weil wenn ihr euch dafür interessiert. Weil ich fand das jetzt nicht so bemerkenswert wie dieses große Stativ hier von K&F Concept, weil das Ding hier gibt es momentan für unter 100 Euro, wenn ihr es bei K&F direkt bestellt mit einem kleinen Gutscheincode, wird es dann, glaube ich, um die 90 kosten. Und es gibt es auf Amazon für knapp über die 100 Euro, wenn ihr lieber bei Amazon bestellen wollt. Auch da gibt es einen Gutscheincode, den verlinke ich unten. Was ist hier so besonders dran? Ja, erstens mal der Preis, zweitens die Verarbeitung und drittens gibt es da so ein paar extra Funktionen, die mich dazu bewegt haben, dieses Stativ zu kaufen. Und ich würde sagen, dafür bauen wir es einfach mal ganz schnell auf. Ganz normal wird es aufgeklappt. Dann nehmen wir dann auch mal die innerste Position. Und hier kommen wir schon mal zum ersten Merkmal. Das Teil hat also drei so Stufen, also drei Rohre, die ausgezogen werden können. Und das trägt halt schon mal dazu bei, wo andere Stative schon mal ein paar mehr haben, dass es recht stabil am Start ist. Das machen wir auch jetzt mal. Wir werden die mal alle so, zack, 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 an den Start bringen. So. Und dann seht ihr schon, was hier passiert. Das Teil hier ist monstergroß. Da muss ich mich ganz schön strecken. Ich kann mal ein bisschen so zurückgehen, dann seht ihr mal, wie groß das Teil ist. So, alles schön arretieren. Und die andere Seite auch noch. Ist schön, wenn man mir hier zugucken kann, wie ich mir hier einen abbreche. Und wenn ich es dann jetzt aufstelle, dann seht ihr, mit Mittelsäule, ich gehe noch mal weiter zurück, riesig, mit Mittelsäule, noch mal weiter höher machen, 2,37 Meter. Ich mache die Mittelsäule jetzt mal rein, so wie man es normalerweise erstmal benutzen würde in der Höhe.
Und da komme ich mal wieder ein bisschen näher an euch ran. So, dann sind wir auch wieder ein bisschen näher im Bild. So, ja, also mit eingefahrener Mittelsäule 1,73, 1,75. Ich habe die alle jetzt mal auswendig gelernt, die Zahlen. Und das Ding ist monsterstabil. 10 Kilo trägt es. Und hier oben seht ihr schon, haben wir einmal einen Kugelkopf und da unten drunter ist noch ein zweiter Kugelkopf. Und dazu kommen wir gleich, weil das hat eine geniale Funktion, die ich auch extrem oft bei Shots im Studio oder Overhead-Shots benutze. Das werde ich euch aber gleich zeigen. Also erstmal hier oben zu, ganz normal, ein schöner Kugelkopf, gut verarbeitet, passt wunderbar. Für Panoramafunktionen kann man das hier einfach schön smooth von links nach rechts. Da ist, so eine, ist auch so eine Skala drauf hier unten, kann man das benutzen. Dann oben das übliche AK Swiss mit so einem kleinen Sicherungsmechanismus. Wenn man jetzt zum Beispiel hier, ich drehe es euch mal, so, wenn die Kamera, wenn es mal hier so runterfällt, dass es nicht einfach direkt rausfällt, ne, sondern ist dann halt noch ein bisschen gesichert. Das heißt, die Kamera würde nicht direkt zu Boden fallen. Und ja, das ist alles bestens verarbeitet. Das Stativ ist aus Aluminium-Magnesium-Legierung, wiegt knapp 2 Kilo, was eigentlich für so ein Riesenstativ gar nicht mal so viel ist. Ne? Also ich habe von Rohlei welche, die sind kleiner, aber schwerer. Ne? Also es ist doch, also es ist jetzt nicht so schwer, deshalb kann man es auch durchaus mit auf den Trip nehmen. Vielleicht nicht auf einen 40-Kilometer-Trip, aber wenn man irgendwo schöne Landschaftsaufnahmen machen will, ist man hiermit sehr gut und stabil am Start. Ja, und jetzt kommen wir zu der Funktion. Also was wie bei jedem Stativ geht, ist, können wir einen Monopod draus machen, indem wir einfach hier das Bein abschrauben, ne? Und dann im Grunde genommen mit der Mittelsäule, die wir dann hier rausnehmen würden, verlängern, oben drauf stecken und dann haben wir einen riesenlangen Monopod. Das kann aber wirklich fast jedes Stativ auf dem Markt. Ich pack das mal wieder fest. Und so, ich blende euch zwischendurch immer mal so ein paar Bilder ein, wo ich das dann gemacht habe und abgefilmt habe. Hier geht es jetzt erstmal nur um die Erklärung. Aber was jetzt hier extrem geil ist, nicht nur der Preis, die Verarbeitung, sondern auch diese Funktion hier. Und zwar haben wir hier am Start, wenn wir diese Schraube hier lösen, so, das machen wir mal fest, diese Schraube lösen hier, dann passiert nämlich Folgendes. Ich kann hier, dazu gehe ich mal ein bisschen zurück, das Teil hier ausfahren, bis oben hin, umklappen, zack, arretieren und jetzt habe ich ein Overhead-Stativ, wo ich hier die Kamera dran machen kann, natürlich auch so und dann ganz gemütlich mit der Kamera nach unten, hier vielleicht auf dem Tisch oder sowas, fotografiere, irgendwie so Overhead-Produktfotografie oder natürlich halt auch, so machen wir es mal wieder rein, so. Und dann auch von oben zum Beispiel Unboxings oder so filmen kann. Das ist doch mal gerade extrem geil, oder? Finde ich auch. Also wie gesagt, wir können es auch mal ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich mache es jetzt mal auf die allerhöchste Höhe, die wir haben können. Und zwar wäre das, einmal ziehen wir das Teil hier aus und da ist dann unten auch so ein Stoppteil, wo man dann sehen muss, dass was nicht weiter auszieht. Und jetzt nochmal und ihr seht schon, es passt gar nicht mehr aufs Bild drauf. Ich laufe mal ein bisschen zurück und ihr habt das jetzt drauf. Jetzt haben wir hier oben, da komme ich überhaupt nicht dran. Ja, also da oben könnte man jetzt wunderbar das dann ausfahren und über einen Zaun oder so drüber filmen. Ich fahre es jetzt mal wieder ein und komme mal wieder zu euch. So. Extrem
genial. Na? Ja, so, da sind wir wieder. Ja, eigentlich gibt es gar nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Ne? Das Ding wiegt 2 Kilo. Ich gucke mal gerade auf meinen Zettel drauf. Was natürlich, jetzt werden die einen oder anderen fragen, was ist denn, wenn ich aus einer niedrigen Höhe oder so Fotos machen möchte? Das geht natürlich auch. Und das können wir einfach mal ganz kurz vorführen. Im Moment, dafür müsste ich mal ein bisschen zurückgehen, so dass ihr auch alles drauf habt. So. Dann würde ich jetzt mal kurz zeigen, wie das geht. Da muss man hier unten an der Mittelsäule das Teil aufschrauben und die Mittelsäule entnehmen. Alles live hier, sozusagen Reviews aus dem Leben. Und dann wird das Teil von unten wieder eingefügt. Hier oben wieder natürlich arretiert und festgedreht. Aber ihr seht, das geht verhältnismäßig schnell, selbst für hier so ein Mann mit 2 linken Händen, sage ich jetzt mal, handwerklich gesehen. Ich hoffe, videografisch und fotografisch jetzt nicht so. So, dann arretieren wir das mal hier. So, ich muss dann diese Säule hier ausfahren. Totales Chaos-Review hier. So, die hier ausklappen. Arretieren. So, alles schön festdrehen. Jetzt können wir das Teil hier so durchschieben. So, ja, ihr seht das. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kann ich natürlich hier eine Kamera dran machen. Und das Gute zu den anderen Stativen, die immer so die Kamera nach unten haben, ich kann jetzt die Kamera mal ganz entspannt so nach oben auf Bodenhöhe, das zeige ich euch jetzt auch mal immer zwischendurch mal in so kleinen Videosequenzen, wie das aussieht. Ich kann das Ding jetzt auf den Boden stellen und kann es ganz bequem fotografieren. Könnte auch hier einfach mal hier so leichte Schwenks machen, auch für Video, kann das ganz interessante Geschichten geben. Ja, was sagt ihr dazu? Ich finde es extrem genial. Also wie gesagt, ich kann euch sagen, wenn ich so ein Ding bedienen kann, dann kann es jeder. Ja, also ich bin durchaus, naja, handwerklich bin ich jetzt nicht total der Versager, aber ich bin auch jetzt nicht der Handwerker vor dem Herrn oder der Schrauber vor dem Herrn. Aber guck mal hier, was man hier machen kann alles, was man hier für Ideen haben könnte. Ne? Also man könnte sich selbst von oben fotografieren und gucken, ob man langsam keine Haare mehr auf dem Kopf hat. Wartet, ich zeige euch mal, wie das gehen würde. Indem ich es mal ganz lang mache. Ich gehe mal ein bisschen zurück. So, könnte ich mich jetzt drunter stellen und könnte mir von oben auf den Kopf fotografieren. Wie geil ist das denn, oder? So, wir machen aber das schöne Stativ mal wieder zusammen. So, zack, zack, zack. Arretieren alles schön. Und kommen zum Fazit. Habe ich mir was aufgeschrieben fürs Fazit? Ich guck mal. Ja. Wie gesagt, was macht das Stativ so besonders? Erstmal das Preis-Leistungs-Verhältnis unter 100 Euro. Leute, absoluter No-Brainer. Kaufen für zu Hause, fürs Studio, als Zweitstativ, als Drittstativ. Haut es einfach, also wie gesagt, bestellt das einfach, mit dem seid ihr absolut zufrieden. Ich bin super, super, super zufrieden mit dem Teil. Dann 2,38 Meter Höhe, 1,72 Meter in dieser Höhe, 57 cm Packmaß und knapp 2 Kilo aus Aluminium. Dann der Preis bei K&F ist unter 100 Euro, 95,99 im Moment, minus 10%, könnt ihr mal ausrechnen, dann kommt er unter 90 Euro. Dann bei Amazon 127 minus 10%, kommt er auch knapp über 100 Euro. Wenn er es dann über Amazon bestellt, dann hat das auch schneller am Start. Über K&F dauert es ein bisschen, 1-2 Wochen habe ich, glaube ich, gewartet. Und ja, das war es eigentlich schon. Ne? Es ist super verarbeitet für den Preis. Na klar, für 300 Euro oder 400 oder 500 Euro kriegt ihr was Besseres.
Aber nicht für den Preis. Und gut und günstig, ich liebe es. Schöner Gruß geht raus an Michael Ziegern. Das ist auch so ein guten Günstig-Fan. Der wird wahrscheinlich auch hiervon begeistert sein. Ich glaube, er hat es, glaube ich, auch. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß es nicht. Mal nochmal zu diesem kleinen Stativ hier zurückzukommen, diesem Carbon-Reisestativ. Ich habe jetzt kein Review darüber gemacht, weil ich wirklich auch mehr den Wert auf Video lege, nicht auf Fotografie. Guckt beim Rico Best auf dem Kanal vorbei. Ich fand es jetzt für Video semi gut. Es gab so ein paar kleine Probleme, die hat der Rico aber auch angesprochen. Aber auch das kriegt man unter 100 Euro im Moment, unter 90 glaube ich sogar mit Nachlass. Kann ich auch gerne verlinken. Und dann würde ich auch sagen, das war's für heute, für dieses chaotische Review dieses Stativs und der kleinen Vorstellung von dem Stativ. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr ein Stativ braucht für Fotografieren, Videografieren, speziell auch Studio, vielleicht auch zu Hause oder wenn man nicht viel, sagen wir mal, keine großen Strecken zurücklegen muss, nicht für die Reise oder so, dann seid ihr hiermit super bedient. Und diese Extra-Funktion mit diesem Overhead und auch unten tief fotografieren, dann auch mit der Kamera gerade fotografieren, ist natürlich schon wirklich, wirklich, wirklich Gold wert, finde ich. Und dann geht mein Review hier im Feld, mein mehr oder weniger unstrukturiertes Review hier im Feld auch zu Ende. Leute, macht's gut, haut rein. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und am Samstag kommt ein neuer Teil mit der DJI Mavic Air 2S, wo ich einen wunderbaren Vlog hier durch die Kirschblüte gemacht habe, wo ich mich sehr, sehr viel tracken gelassen habe. Und das ist spektakulär, sage ich euch. Ne? Also, macht's gut, haut rein. Und tschüss.